So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Falls ich eigentlich aus der letzten Folge oder vorletzten Folge erzählt habe, bisschen Mist erzählt habe, von wegen die Folge Mafias ausgefallen, ist es nämlich nicht. Es war tatsächlich, belief es sich auf, glaube ich, GTA oder so. Aber passiert. Also, wie gesagt, eigentlich sollte nichts ausfallen in Folgen. So, okay. Gehen wir weiter. Machen wir weiter. Ja, in der letzten Folge haben wir ja das Ding hier übernommen. Komplett. Die Gewerkschaft. Und jetzt bin ich mal gespannt, was als nächstes kommt. So, wir machen natürlich ein bisschen weniger Aufsehen erregen. Wir müssen jetzt als nächstes den nächsten Part. So, ich kann mein Auto hier parken. Das zeigt er mir zumindest mal an. Das ist immer gut. Rede mit Conny DeMarco. Ist die nächste Aufgabe. Vito hat ja jetzt das eine Ding genommen und das ist Conny DeMarco. Du bist Conny, ja? Yep. Conny DeMarco. Hat für Vito ein Auge auf den Schmuggel. Roy Thibodeau ist jetzt zuständig und es läuft richtig scheiße. Warum hat Greco ihn nicht fallen lassen? Wenn's nach ihm ginge, würde er Roy hochgehen lassen. Greco hat Roy nicht ausgesucht, was ihn zur Zielscheibe macht. Trotzdem, Roy versucht von Kuba aus den üblichen Schrott zu verkloppen. Zigarren und Rum. Scheiße, man sagt, die verkaufen sogar Medizin und so ein Zeug an die Kubaner. Greco hat also Stress. Greco dachte wohl, sein Onkel Sal würde nicht so hart mit ihm umspringen. Jetzt macht er allen Druck. Auch Roy. Wenn das Geschäft noch schlechter läuft, muss Roy selbst kommen und sich kümmern. Aber Roy hat ein paar Leute hier und da. Mit etwas Überzeugungskraft kriege ich schon was raus. Hast du schon einen von Roys Jungs geschnappt? Die reden bestimmt, wenn man richtig fragt. So, okay. Ja. Auf die Karte mein Ziel auszuwählen, das würden wir nicht gerne machen. Was haben wir denn hier als Aufgabe? Okay, Riverflow. Schmuggelware, das ist die nächste Aufgabe. Okay, dann heißt, wir haben wieder ein weiteres Gebiet dazu bekommen. Das ist immer gut. Warte mal. Die Dings ist da oben, oder? So, gut, dann brechen wir die Tür eben auf kurz. Und da ist das Teil. Zack, offen. Gut. Genau, wie gesagt, wir wollen jetzt... Ah, Moment, da war noch ein Erste-Hilfe-Kasten, den ich jetzt übersehen habe. Die Frage ist, können wir den jetzt plündern noch? Wir haben ja drei nur. Wo ist denn der? Hier drin in dem Raum, oder was? Sieht so aus, ne? Warte mal. Oh, wir nehmen die Kasse mit. Komm, wir nehmen die Kasse mit. Okay, wir können weiterhin nur drei Stück mitnehmen. Das ist auch gut zu wissen. Für die Zukunft. Ich hoffe, dass wir das irgendwann mal mehr mit Päckchen mitnehmen können. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Aber okay. Gut, dann nehmen wir uns das Auto hier. Ja, kann jetzt ja. Wie geht ja? Du könntest ja GTA, wir GTA zum Beispiel auch an der Autowelt ein bisschen, ja, bedienen. Mehr oder weniger. Genau, wie gesagt, die nächste Mission soll heißen. Und wir sollen da lang fahren. Eieiei. Entschuldigung, ich habe mich nur verfahren. Warte mal, bevor ich jetzt irgendwas falsch mache. Ja, ich weiß, manchmal fahre ich ein bisschen sinnlos durch die Gegend. Das hat aber auch folgenden Sinn. Oh, da ist ja da so ein
Da kommen wir gleich, warte mal. Das ist gut, so gar nicht mal so schlecht gewesen, dass wir hier lang gefahren sind. Moment, jetzt muss ich gerade gucken. Da ist der Kasten. Das war eigentlich der ursprüngliche Plan. Aber ich sehe gerade, dass wir so, der ist offen. Direkt beim ersten Versuch. Wunderbar. Den nächsten Abhörpunkt aktiviert. Genau, der Plan war eigentlich tatsächlich ein anderer, aber es funktioniert gerade genauso. Weil ich tatsächlich gerade was entdeckt habe. Ihr seht es auch auf der Karte, also quasi, ich nehme den Wegpunkt mal raus. Das sind einige Leute. Aber gut, das kriegen wir hin. Gut. Was machen wir anders? Ich hoffe, dass wir sie kriegen oder so. Es sind einige jetzt. Warte mal. Was ist denn der? Was ist denn der? Die Karte müsste aber hier irgendwo sein. Oder sehe ich das gerade falsch? Ach, wir müssen den Punkt wahrscheinlich erst aktivieren, ne? Ja, wir müssen die Mission wahrscheinlich jetzt aktivieren. Das muss ich doch teilen. Verdammt! Der Plan war ein Wanderer. Na gut. Oh, dann machen wir das anders. Dann müssen wir da jetzt doch hin. Also, okay, dann haben wir das. Ja, verdammt. Da müssen wir es gleich finden. Oder habe ich das gerade? Habe ich die Mission einfach falsch gesehen, dass das Ding irgendwo unten oder oben ist? Keine Ahnung. So, wir sollten irgendwas töten. Sie soll ihn mit Soda trinken. Der käme aus Kuba. Hier sind alle willkommen, solange sie sich benehmen. Bitte schnell, war der ich brauch die Polizei. Es gab ein Tötungsdelikt. Ich habe kein Tötungsdelikt. Direktion der Polizei entscheidet sich nach Stadtteil. Die Ehemann von Fabiken bewohnt und die viele Geld für sie bekommen sie. Später in reichen weißen Gipszücken rechnen damit, dass sie die Stelle am Tatort sind. Ich verstehe. River Road. Falls sich eine Einheit in der Nähe befindet, könnte sie mal hinfahren und die Lage überprüfen. War meine Fresse! So, mein Freund. Oh, das ist natürlich jetzt alles andere als einfacher. Ja, das war mir klar, nachdem die Polizei wurde Zeuge eines Verbrechens. Fickt euch, Alter, wegen dieser scheiß verfickten Cops, Alter. Die haben mir schön die Mission kaputt gemacht. Das war natürlich anders gedacht. Und ich hab schon wieder 3000 Dollar verloren. Was ist das für ein Kacke? Kann das nicht irgendwie. Oh, war das nicht irgendwie eine Möglichkeit, was. Ne, ein Handy haben wir nicht. Warte mal, wie können wir die Kohle. Kann man die Kohle nicht irgendwie. Super, ey. Ich würde den Typen nämlich schon befragen.
Ah, ich sehe doch noch einen Kopf hier vor mir vor der Nase. Ja. In dem Taxi? Oder sehe ich das falsch? Ne, davor. Ich habe kein Tötungsdelikt. Vielleicht brauche ich dich noch. Lauf nicht zu weit weg. Bleib von ihm weg. Ich trinke mal ein Auto. Scheiße, Mann. Oh, das geht doch nicht in Deckung. Jetzt habe ich die Kopf doch an der Backe, Alter. An alle Einheiten. Verdächtiger gesichtet. Einheiten vor Ort ermittelt. Scheiße. Nein, super. Die haben natürlich jetzt gerade schön den. Der hat mir jetzt schön den Reifen. Ja, jetzt haben wir mal beide Reifen zerschossen. Fuck, war Jesus, Alter. Wollt ihr mich verarschen jetzt gerade? Glück gehabt, ihr Arschgeigen. Ah, haut doch mit dem Scheiß. Hör doch mit dem Scheiß Reifzeug, ich sag auf. Ah, ihr nervt mich, Alter. Ich komme in ein Auto und direkt wieder. Ich will mich rein, direkt schießen. Na, haut doch ab, Alter! Ihr Säcke, Alter! Ihr Drecksäcke! Ich hasse euch! Ich hätte da jetzt reinfahren müssen. Ja, ich bin da reingeholt. Sorry, war keine Absicht. Ah, haut ab von mir jetzt endlich! Haut ab von mir jetzt endlich, Arschgeigen, ey. Ich wollte die Mission machen und nicht mit. Aber nicht mit euch spielen. Jetzt holt sich der Teufel sein Frühstück. Ja, ist vorbei. Ja, komm, fahr. Ihr verhaftet mich.
Komm, verhaftet mich, meine Fresse, Alter. Kack mich. Hab das jetzt endlich, dann seid ihr glücklich. Gebt mir nicht auf den Piss, Alter. Alter, wie viele das einfach mal waren? 5, ey. Ich hatte gar keine Chance, was zu machen mit dem kaputten Reifen. So. Du, wieder ein Teil. Was auf dem Herzen hast, raus damit, mein Sohn. So, gut, dann müssen wir es nochmal neu hinsetzen. Ich hasse sowas. Das für den Kopf, das hat mir jetzt natürlich auch ordentlich den, die Folge versaut. Beziehungsweise nicht die Folge, sondern... Ich kam noch nicht mal dazu, was... Ach, wir können ja... Oh, super. Wir können die gar nicht aufbauen. Oh, zu Gott, Alter. Aber die Cops werden tierisch auf den Piss gehen, Alter. Moment. So, wir müssen also nochmal fahren. Scheiß Kopf, Alter. Mann. Die haben ja alles abgenommen, ne? Ich habe keine Lebensmittel, keine Dings mehr. Ach, zum Kotzen ist das. Ich habe gar nichts mehr. Die haben mir einfach alles abgenommen, die Idioten. Hätte ich nicht gedacht, dass wir, weil die Welt mal vor kurz getötet ist, wir einfach alles verlieren. Super, ey. Ich hab da noch einen von den Dingern. Naja, egal. Haben wir denn? Ja, haben wir Zeit genug. Gut. Dann wollte ich zumindest ein bisschen Action noch machen. Dann müssen wir nämlich das Ding noch aktivieren hier. Das machen wir auf jeden Fall noch diese Folge. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen jetzt. Mit dem Typen zu quatschen, weil es nervte mich auf Dauer gerade irgendwie. Ich wollte nur hier hin. Das war da auch der Pfad, war eigentlich der ursprüngliche Plan, aber da kommt immer wieder was dazwischen noch. Was war da bei der Gewerkschaft los? Klingt, als hättest du es Toretto gegeben.
So, du kriegst Roy nicht, ohne ein echtes Loch in seinen Schmuggelbetrieb zu schlagen. Na gut. Mist, hab keine Kippen mehr. Okay, okay. Ich dachte mir, das hätten wir jetzt. Auf die Filipa-Dialoge haben wir jetzt tatsächlich die ganze Scheiße jetzt gemacht. Ja, geil. Warte mal, ich brauche dringend. So, jetzt auf. Ich brauche nämlich die. Ja, die Radio haben die falsche Hütte nicht, ne? Natürlich, wir haben die falsche Hütte erwischt. Naja, passiert auch mal. Schwing deinen Arsch hier raus! Ja, keine. Bleib hier! Für die Bullen! So. Kann ich den jetzt auch noch umbringen? Vorsicht, Pflaster. Den wollte ich jetzt eigentlich tatsächlich noch mitnehmen, weil, bevor die jetzt alle hier auf den Kopf rufen. So, ich wollte mich hier tatsächlich nur in Ruhe mal umgucken. So, wo ist der erste Verkasten? Da ist der erste Verkasten, okay. So. Dann übernehmen wir, komm, dann holen wir die Kohle daraus. Ja, super. Und wir können nicht jetzt. Super, wir hatten die. Ja, super. Naja. Scheiße. Ich glaube, ich packe die Waffe wieder weg. Und dann würde ich sagen, mal feiern. Wir sind in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Mafia 3. Und dann gucken wir mal. Ja, ob wir hier da Step by Step die Schmuggeldinger da holen, ne? Ich würde dann sagen, mit dem hier fangen wir an. In der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.